Wie ich bereits vor kurzem angekündigt hatte, bleibt der British Airways A350-1000 nicht lange der einzige bei den britischen Fluggesellschaften. Nachdem British Airways vor gut 2 Wochen die erste Maschine des Typs übernehmen konnte, hat jetzt auch Virgin Atlantic den ersten A350-1000 bekommen. Das ist besonders deswegen spannend, weil beide Fluggesellschaften auf dem gleichen Flugzeugtypen zu einem ähnlichen Zeitpunkt ein komplett überarbeitetes Produkt vorstellen. Und dazu, zum Virgin Atlantic A350-1000, gibt es jetzt mal ein paar Infos und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Virgin Atlantic, als zumindest mehrheitlich Teil der Virgin Group unter der Leitung von Richard Branson, ist eine auf Langstrecke spezialisierte, in London Heathrow, Gatwick oder auch in Manchester beheimatete Fluggesellschaft mit aktuell 46 Flugzeugen in der Flotte. Im Vergleich zu British Airways mit fast 300 Flugzeugen in der Flotte ist Virgin Atlantic also eher eine kleine Fluggesellschaft. Die Airline gilt als vergleichsweise lockerer Laden, was auch durchaus an Richard Branson liegen dürfte. Beispielsweise ist Virgin Atlantic eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Fluggesellschaft weltweit, die es ihren Flugbegleiterinnen erlaubt, ungeschminkt zur Arbeit zu kommen. Man hat es sich dort schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den oft so schmerzlich vermissten Langstrecken-Flair der großen Fluggesellschaften der 80er Jahre, das wieder so ein bisschen zurückzuholen. Ist ganz einfach zu beschreiben, wenn ihr an den Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio denkt, der Moment, wo er dann als vermeintlicher Pan Am-Pilot mit einem Haufen ausgewählter junger Mädels durchs Flughafengebäude tingelt, genau das könnte auch Virgin Atlantic sein, nur halt eben nicht in Blau, sondern in Rot. Und das mit diesem Langstrecken-Flair, das konnte die Fluggesellschaft tatsächlich in den letzten Jahren auch recht innovativ und auch eigentlich ganz sympathisch rüberbringen. Beispielsweise war Virgin Atlantic eine der ersten Fluggesellschaften in Europa mit einer Premium Economy Class. Und es war eine der ersten Fluggesellschaften weltweit mit einer Fischgrätenanordnung in der Business Class. Eine bestimmte Anordnung der Sitze, die man heute übrigens bei vielen großen Fluggesellschaften findet und die jedem Passagier einen direkten Weg zum Gang ermöglicht. Und wenn wir schon mal beim Thema Langstreckenflair sind, der lässt sich gegenüber dem Kunden natürlich am besten mit Hilfe von wirklich echten Langstreckenflugzeugen rüberbringen und die hatten nach Auffassung der Virgin Atlantic lange Zeit auf jeden Fall 4 Triebwerke. Virgin Atlantic hatte lange Zeit nur 4-strahlige Flugzeuge in der Flotte und auch nur solche bestellt. 4 Engines for Long Haul stand lange auf den Maschinen als Slogan drauf und Virgin Atlantic war auch Erstkunde der verlängerten A340-600. Damit aber erst einmal genug zur Geschichte, auch wenn ich gerade selber so ein bisschen merke, dass es schon echt interessant ist, was diese Fluggesellschaft seit Gründung in den 80er Jahren alles so abgeliefert hat und wofür sie dann auch stand. Aber von den 4 Triebwerken auf der Langstrecke, die man auf jeden Fall für eine zuverlässige Operation braucht, von dieser Ansicht musste man sich dann natürlich in den letzten Jahren verabschieden. Da führt heute einfach kein Weg mehr dran vorbei. Und auch das eben angesprochene besondere Langstreckengefühl, das musste bei Virgin Atlantic dann doch eher der nüchternen Realität weichen. Die Fluggesellschaft musste doch immer mal wieder rote Zahlen präsentieren am Ende des Jahres. Und auch wenn man sich über die ganze Zeit immer mal wieder gegen feindliche Übernahmen oder gegen irgendwelche Zusammenführungsversuche wehren konnte, ist Delta Airlines mittlerweile mit 49% an Virgin Atlantic beteiligt. Und das muss wohl auch so sein. 17 Maschinen vom Typ Boeing 787-9 bilden aktuell das moderne Rückgrat der Virgin Atlantic Flotte. Die 8 Flugzeuge vom Typ Boeing 747-400 mit einem Durchschnittsalter von mittlerweile 20 Jahren sowie auch die 6 Maschinen vom Typ A340-600 mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 13 Jahren. Das sind Auslaufmodelle und letzteres wird die Virgin Atlantic Flotte höchstwahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr komplett verlassen müssen. Als Ersatz dafür kommt jetzt eben der Airbus A350-1000, die längste Variante des A350 mit einer Länge von über 70 Metern. Davon wird man aller Voraussicht nach 12 Stück erhalten bis zum Jahr 2021. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem alle Boeing 747-400, die man aktuell noch hat, aus der Flotte verschwunden sein sollen. 30% effizienter ist der neue A350-1000 im Vergleich zu 747-400. Im neuen Flugzeug der Virgin Atlantic, das dann ab dem 10. September 2019 auf der Atlantikstrecke schlechthin starten wird, und zwar von London nach New York, finden sich dann 235 Sitze in der Economy Class. Das sind ein paar mehr als bei British Airways im A350-1000. Der aktuell übrigens wie angekündigt noch ganz fleißig zwischen London und Madrid hin und her fliegt. Davor, vor den 235 Sitzen in der Economy Class, gibt es dann 56 Sitze in einer Premium Economy Class mit ziemlich gut aussehenden Sitzen und davor gibt es dann nochmal 44 Stühle in der sogenannten Upper Class. So nennt sich bei Virgin Atlantic das, was bei anderen Fluggesellschaften Business Class heißt.
und das natürlich, wie es sich für die heutige Zeit gehört, in einer 1-2-1 Konfiguration. Was eventuell noch ganz spannend ist, das Thema Langstreckenflair möchte Virgin Atlantic auch mit dem A350-1000 nochmal so richtig angehen, und zwar mit einem loungeartigen Bereich für 8 Gäste der Upper Class. Da kann man sich ganz einfach hinsetzen, zusammen einen Film gucken oder vielleicht einfach ganz entspannt einen Drink zu sich nehmen. Mal schauen, ob das funktionieren kann. Toll aussehen tut das ja auf jeden Fall. Und man merkt richtig, wie Virgin Atlantic mit ihrem neuen A350-1000 wirklich die Nummer 1 werden will auf der Verbindung London-New York. Denn Virgin Atlantic wird auch die nächsten 3 Maschinen vom Typ A350-1000, die sie höchstwahrscheinlich auch alle noch in diesem Jahr bekommen werden, die werden auch alle auf der Verbindung London-New York eingesetzt, und damit verdoppelt Virgin Atlantic ihre Kapazitäten auf dieser Strecke und möchte sich sicherlich den ein oder anderen Passagier bei British Airways abzwacken. Aber gut, das sollen die paar Infos zu dem Thema gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen, ganz sicher morgen, bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.